Die Regierung hat einen Bericht und Antrag verabschiedet, mit welchem sie beim Landtag die Genehmigung der Landesrechnung 2010 beantragt. Die Landesrechnung 2010 hat ja erfreulicherweise besser abgeschlossen, wie wir sie prognostiziert haben. Das hat da und dort zu Kritik geführt, wie kann man so weit abweichen. Das hat Sondereffekte drin. Wir haben rund 70 Millionen oder über 100 Millionen mehr eingenommen, wobei 70 Millionen eben Sondereffekte waren. Und wir haben erfreulicherweise 40 Millionen weniger ausgegeben, was ich auch positiv vermerken möchte und da einen Dank an die Amtsstellen und natürlich auch an die Regierungskolleginnen und Kollegen aussprechen möchte. Das insgesamt hat zu einem Ergebnis geführt, wo wir sehr ansehen präsentieren kann, minus 30 Millionen Franken und nichtsdestotrotz ist der politische Wille klar dokumentiert, dass wir den Sparkurs weiterführen werden, dass wir auf unser Sparziel von 135 Millionen nachhaltig aus dem Budget rauszunehmen bis ins Jahr 2015 beharrlich verfolgen und zwar nicht, weil wir das einfach gerne tun, sondern weil es eine Notwendigkeit ist und ich habe heute dürfen ein paar weitere Massnahmen vorschlagen, wenn wir alle die zusammenzählen, die wir realisiert haben, rund 50% heute schon und die weiteren, die wir bereits beschlossen haben, auf den Weg gebracht haben, dann sind wir bei einem Zielerreichungsgrad von 90% und das nach gut einem Jahr, wo wir am Landtag die ersten Absichtserklärungen abgelegt haben. Ich glaube, das darf man noch einmal sehr positiv vermerken.